Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder mal zu MotoGP. Ja, unfassbar, aber doch, es geht weiter. Wir sind Zweiter, zwei Punkte vor mir und ein bisschen hinter Quartararo. Ich habe gerade keinen Plan. Wir sind anscheinend beim Rennen. Okay. Ja, das ist ja lustig jetzt, wo ich jetzt schon ewig nicht mehr gefahren bin. Ja, sehr schön. Herzlich willkommen am Sachsenring. Das Warten hat ein Ende. Wir gehen rüber zur Startaufstellung. Ja, also könnte durchaus passieren. Ah, und wieder mal die Reifen nicht neu drauf. Jawohl, da geht doch noch. Ja, wenn wir gerade sehen, Johann Zarco, der ist jetzt in echt in den letzten Rennen ein bisschen schwach unterwegs gewesen, finde ich. Schade eigentlich. Der ist jetzt ein bisschen eher Richtung ja, Mittelfeld abgedriftet. Sieht man, ist vorne nicht mehr zu sehen, leider. Ja, Salvatore, den sieht man auch nicht mehr, denn jetzt ist hier natürlich Maverick am Start. Das ist jetzt auch doof, wenn das in echt so ist und hier bei uns nicht, aber ja, so ist es halt. So ist es halt, was soll man tun? So, wir bekommen die als Empfehlung, dann machen wir das auch definitiv so auch hinten die mittleren, sehr schön. Bremse technisch haben wir das Richtige drauf. Hinterreifen auch. Sehr schön. Ja. Freunde. Am Sachsenring ist alles bereit für den Start. Maximale Konzentration, denn es ist äußerst wichtig. Ich werde es jetzt einmal probieren. Oh, was haben wir für einen geilen Helm auf? Ach, das ist vom Junior wahrscheinlich, oder? Ach, du Schande, den habe ich jetzt ganz vergessen. Und der ist auch gerade hier so gefahren anscheinend. Habe ich eigentlich wieder ein Setup geladen? Ich weiß es gar nicht. Gerade verzweifelt die Ideallinie gesucht. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, welche KI-Stärke eingestellt ist. Ich bin mir nämlich gerade gar nicht sicher. Oder sind sie eh schon? Okay, na dann lassen wir das einmal so. Zacco und Quartararo. Warum brauchen wir, bis ich da wieder einigermaßen Feeling selber reinbekomme? Bin ich einmal meilenweit entfernt von meiner eigenen Performance. Okay. Uiuiui, uiuiui, uiuiui. Da haben wir schon mir, der hinter uns eigentlich ist. Sollten wir schon vor ihm landen, irgendwie, wenn es möglich ist. Na, ah, hier Startziel, sehr schön. Da können wir ein bisschen einen Vorteil draus ziehen. Ja, aber aktuell, glaube ich, schaut das okay aus für uns. So, hinter den Nachfahren können wir uns ein bisschen orientieren, da im ersten Sektor. Liegt aber relativ ruhig, also passt soweit. Eieiei, ich sehe es gerade, Freund, ich sehe es gerade, ich kann aber gerade nicht umschalten. Power Mapping. Ich muss auf 1 gehen, dass ich spare, weil sonst geht man da Benzin aus.
weiß nicht, warum das auf 3 gestellt ist, ob das irgendwie, ja, keine Ahnung, warum. Qualifying oder, ich weiß es nicht. Wenn wir auf 0 sind, werden wir dann einfach nochmal auf 2 lassen und der Fall ist erledigt. Ja, ein Aragorn auch, sensationell episches Battle, oder? Banyaya gegen Marquez. Also ich hätte am Anfang des Rennens da, wie der Marc die ersten paar Runden hinterhergefahren ist, safe drauf gewettet, dass er ihn nicht studiert und dann irgendwann 3 Runden vor Schluss vorbeigeht und davon zieht zum Beispiel. Aber ich glaube, er wollte auch nicht zu viel riskieren, weil er doch oft gestürzt ist in der letzten Zeit, auch in Aragorn selber. Ich glaube, er ist auch selber relativ safe gefahren, das war aber auch das Schlauste, was er machen konnte, meiner Meinung nach. Komischweise ist er auf diesen Linkskursen irgendwie gut drauf. Vielleicht schulterbedingt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er noch immer nicht fit, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwie wieder gut wird, so dass er wieder 100% fit ist. Bei so einer Verletzung ist das natürlich immer so eine Sache. Ob du wieder komplett fit wirst, muss nicht immer so sein, dass du wieder komplett fit wirst. Die Rims Racing muss ich auch wieder mal reinschauen, aber das macht mir irgendwie nicht wirklich so viel Spaß. Es hat gute Ansätze, muss man ganz klar sagen. Rims Racing hat echt super Ansätze. Aber ich weiß nicht. Es sind wirklich ein paar Sachen, die mich stören. Lauter reden hier die. Kurve falsch in Gedanken gehabt. Jack Miller, dass wir den noch vielleicht, dann wären wir am Podium, das wäre geil. Schon wieder ein Unfall, was ist da schon wieder los? Schwer hier den Punkt zu treffen, wo man wirklich dann voll aufs Gas gehen kann. So, jetzt haben wir die Ecke auch wieder ein bisschen besser drinnen. Das dauert immer ein bisschen, bis man da einigermaßen die richtige Linie erwischt da hinten. Das ist einfach. Müssen wir uns Jack noch zurechtlegen. Spätestens in der nächsten Runde müssen wir vorbei, dass wir dann in der letzten Runde auf jeden Fall vorne sind. Ich glaube, es wird fast nur Start-Ziel gehen, außer... Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo geht. Das ist Sektor eher tendenziell weniger. Und schon wieder ein Unfall irgendwo hinten. Ja gut, ein paar Leute stürzen ja immer wieder, das ist eh. Soweit, okay.
Oh, der wäre jetzt geil. Ja, da kommt der Konter von Jack. Ich habe aufgemacht, weil sonst wäre es mit Sicherheit zur Kollision gekommen. Ja, die Ducati geht da gut raus. Ich will hier auch nicht zu spät bremsen. Wo ist er? Geht sich's aus? Oh, geil, der war wichtig. Der war wichtig, aber jetzt eine Runde hätten wir ja noch. Jetzt erst noch im ersten Sektor mal vorne bleiben. Zacco hinter Quartararo. Ja, wenn Zacco so weiterfährt, müssen wir es den leider wieder zurückstufen. Aber ich bezweifle, dass hier noch was passiert. Also von dem her wird Zacco vorne bleiben. Ich habe schon lange kein Update mehr gesehen und da wird auch keins mehr kommen, glaube ich. Gefühlt bei MotoGP hier. Sorry, ich muss kurz. So. Ja, Freunde, für das, dass ich so lange nicht mehr gefahren bin, bin ich ja gar nicht so schlecht unterwegs, oder? Er probiert es aber da vorne, glaube ich, Zacco gegen Quartararo. Er probiert es, glaube ich. Ich habe jetzt mal auf einer PS5, ich war ja am PC, ich habe jetzt mal auf einer PS5 probiert zu fahren. Ich habe absolut null Gefühl gehabt fürs Moped. Gut, die ganze Zeit am PC und mit einem gewissen Joystick oder Joypad mit dem 360er, mit dem Xbox One Controller fahre. Ist das natürlich schon was anderes, aber das hat mich doch erschreckt. Also das war dieser Widerstand beim Beschleunigen am Gaspedal, das mag ich auch überhaupt nicht. Das ist beim Formel 1 zwar ganz nett, weil du weißt, wenn der Widerstand kommt, dass dann das Auto vielleicht ausbricht. Aber ich weiß nicht, ich komme damit nicht so klar. Ich glaube, bei MotoGP auf der PlayStation kann man das, glaube ich, ausschalten, diesen Widerstand dann oder weniger machen. Dann, das müsste ich noch probieren, dann könnte es vielleicht auch ein bisschen besser laufen. Ich habe mich schon so dran gewöhnt hier. Geil wäre natürlich dann die Aufnahmen in 4K und so auf der PlayStation 5, keine Frage. Vielleicht werde ich da in Zukunft mit diesem Format auf die PlayStation 5 dann umsteigen, Aufnahmen machen in 4K und euch die hochladen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist einmal nicht so schlecht, die Qualität, das passt ja einigermaßen. Aber vielleicht in Zukunft, weiß nicht, ob es dieses Jahr noch passiert, wenn ein Spiel mal ein Angebot ist, aber nein, es wäre auch unnötig, wieder von vorne anzufangen irgendwie. Aber vielleicht bei einem MotoGP 22 dann auf der PlayStation 5 bin ich dann vielleicht am Start. Auch wenn es teurer ist, aber meine Haupttitel für euch werde ich das Geld ausgeben. Ich werde es aber vorher noch testen, ob es eh einigermaßen funktioniert dann für mich zum Fahren. So, wunderbar, hätten wir das auch geschafft. Jack Miller hinter uns. Oh, Jack Miller noch John Mir überholt. Oh, nicht schlecht. Maverick auf der 6. Ja, am ersten Rennen, Maverick, ja. Ja gut, aber erstes Rennen ist jetzt schwer zu sagen. Oh, Zacco vorbei an mir und Pecco Bagnaia. Ja, der Sieg für Zacco hätte gegen Quartararo auch, ja, wäre auch gut gewesen. Jetzt sind wir schon 20 Punkte hinter Quartararo, ja, aber noch durchaus im Bereich, was okay ist, würde ich sagen. Ja, da haben es noch alle gelacht, also Maverick zumindest. Ich hätte ihn vom Charakter gar nicht so eingeschätzt, was er dann alles dabei Yamaha abgezogen hat, also. Naja. Er hat vielleicht gehofft, heute um den Sieg fahren zu können, aber der dritte Platz ist ein gutes Ergebnis, wenn man es mit solchen Gegnern zu tun hat. Ja,
Ceccanello war das, glaube ich. Steht da, oder? Immerhin. Wir melden uns wieder live von der Strecke, wo die ersten P3? Drei des Rennens zur Siegerehrung aufs Podium gekommen sind. Jeder Jarvis, oder was? Seine eigene Geschichte, aber diese drei Jungs muss man definitiv auch in den nächsten Rennen im Auge behalten. Ja, Fabio Quartararo, Johann Zarco. Ja, finde ich echt cool, wenn Zarco hier bei uns vorne ist. Das passt schon. Sehr schön, Freunde. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Freut mich. Ja, in Zukunft werde ich jetzt vielleicht bei der F1 jetzt einmal irgendwie was mit 4K machen. Vielleicht eine Art Sprintsaison, muss ich mal überlegen. Ich will da 4K aufnehmen und auch hochladen. Das eine oder andere Video. Mal schauen. Ja, mit der PlayStation 5 funktioniert das jetzt ja wirklich top. Übertragen kann man nicht in 4K. Gut, das ist vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik. Vielleicht mit einer PS5 Pro dann oder so. Oder in Zukunft mit einer PS6, sofern es eine geben sollte irgendwann, ist es dann vielleicht möglich. Aber mehr wie 4K braucht man, glaube ich, dann nicht wirklich mehr, oder? 8K ist ja dann auch schon die Rede irgendwie. Steht ja auf der Verpackung um, irgendwas mit 8K. Aber ich glaube, das da ist noch die Konsole nicht ganz auf der Höhe. Obwohl ich mich da jetzt nicht so ganz auskenne, aber gefühlt 4K ist einmal ausreichend, glaube ich. So, unsere Jungs, weiß ich gar nicht mehr, wie die was gemacht haben. Was ist jetzt los? Das Hauptquartier von Honda ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen einer Strecke beschlossen. Belohnung, Personal. Okay, danke. So, jetzt geht's nach Assen. Ja, die mag ich nicht so extrem, die Strecke, ehrlich gesagt. Können wir hier irgendwas? Nö, da können wir. Den Teams können wir nichts machen, das ist in Arbeit quasi alles. Ja, genau, Moto2. Da haben wir irgendwas. Okay. Zuverlässigkeit, Leistung während des Qualifyings. Ja. Fähigkeit, Bike-Entwicklung. Plus 3% Leistung. Ja, das nehmen wir mit, Freunde. Das nehmen wir mit, sehr gut. Perfekt. Alles andere noch im Gange hier. Bike-Entwicklung. Moto 2. Ah, Elektronik, Leistung während des Qualifyings, das 1%. Leistung während des Rennens. Achso, das können wir nicht, weil das ist von den Punkten her. Ja, Quali ist wichtig, aber ich gehe mal. Gabel sind so viele. Ja, machen wir mal hier. Rennen ist mir fast wichtiger. So, Freunde, das soll es dann gewesen sein. Nächstes Mal geht's nach Holland. Ich sage wieder recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es war leider eine lange Pause. Irgendwie, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt ein bisschen öfters wieder. Gut, dann werden wir im nächsten Part wieder. Ja, ich würde sagen, unser Gewolli oder so anschauen mit ein bisschen Training. Plus die Rennen Moto 2 und Moto 3. Ja, und dann wieder so wie heute das Hauptrennen, würde ich mal sagen, oder? Ja, ich glaube, so können wir das machen. Das passt perfekt. Ja, ich hoffe, ich komme bald wieder zum Fahren. Ja, muss auch schauen, ob ihr noch im Start seid überhaupt, wenn wir hier gute Einschaltquoten haben. Und Likes natürlich. Dann sage ich schon mal Danke und dann bin ich natürlich da auch wieder motivierter. Wenn wir da viele Einschaltquoten haben, viele Klicks, dann ja, bin ich sicher motiviert, wieder bald weiterzufahren. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Das war's. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und nämlich in Holland, in Assen. Ciao, ciao.